wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu diesem kleinen Alltagsvlog, würde ich nicht sagen. Wir machen uns heute nämlich richtig gemütlich und haben ein paar schöne Sachen vor. Es ist so ein kleiner Adventsvlog, wo ich euch gerne mitnehmen möchte. Und den werde ich heute auf jeden Fall auch mit Marcel verbringen. Wir haben heute einiges vor und ich hoffe, euch gefällt das. Ich nehme euch einfach ein bisschen mit. Hier sieht es noch sehr chaotisch aus, denn ich durfte gerade ein Wichtelpaket, ein Tauschpaket auspacken von der lieben Jenny von Jennys Lesestoff und es hat so viel Spaß gemacht. Ja, wir werden heute einfach ein bisschen den Tag zusammen verbringen. Ich habe eine kleine Aktion mit Marcel vor, da würde ich euch gern mitnehmen. Ah, du liebst die Sonne, ne? Ich habe hier gerade mal so provisorisch ein neues Regal aufgestellt auf die Heizung. Eigentlich soll die Bücherwand hier noch verlängert werden. Das ist unser Plan. Aber ich wollte das mal testen, weil das recht günstig war und es eigentlich genau den Holzton getroffen hat, den wir schon hier hängen haben. Und ich muss sagen, also ich bin für den Preis echt begeistert, denn so schön ich auch das Regal hier finde, von Maison du Monde ist das übrigens, falls ich es richtig ausgesprochen habe, ist es ja eigentlich auch nicht zu teuer, es ist okay, aber die großen kann man gar nicht so befüllen, weil das doch dann recht wackelig an der Wand wird. Und deshalb hätte ich gern einfach von der Marke mir die kleineren nachbestellt, weil ich die super finde und hier einfach nur alles voller Würfel gemacht hätte am liebsten. Die hatten sie aber leider nicht einzeln da und das wird bestimmt trotzdem noch bei uns einziehen und das wird nachgekauft, aber ich wollte es einfach mal probieren. Ja, stört euch nicht an dem Chaos gerade. Ganzen aus. Wundert euch nicht, da oben liegt Kittys Lieblingsplüschdecke, weil das ist natürlich super für die Katzen. Die können hier auf den Kratzbaum und dann haben sie hier so eine Treppe nach oben und Kitty liegt da unglaublich gerne. Ich habe auch überlegt, ob ich das Regal nicht doch nochmal nach Farben sortieren soll, weil ich das hier echt schön finde. Aber ich liebe es halt auch, Bücher nach Genre grob zu sortieren, ne? So nach Thrillern, nach Gruselbüchern. Das habe ich einfach ganz gerne. Und ich muss sagen, farblich passt das ja dann doch eigentlich ganz gut, ne? Die sind ja fast alle düster und hier doch recht bunt. Ich möchte auch nochmal hier drauf aufmerksam machen. Das habe ich schon auf Instagram gezeigt. Das ist ein Comic von einer Dame, die sich für Tiere in Nöten stark macht. Und der Erlös dieser Comics, die übrigens wunderschön illustriert und gezeichnet sind, wird gespendet, auch an deutsche Tierheime. Und das finde ich so toll. Ich werde sie unten mal verlinken. Sie macht generell ganz, ganz tolle Sachen. Und ich finde, da kann man ruhig mal vorbeischauen und so ein bisschen Werbung für machen. Ich finde das so toll. Werde ich mal unten verlinken, vielleicht ist das was für euch. Vielleicht seid ihr noch auf der Suche nach einem kleinen Geschenk. Und ja, ich meine, da muss man auch nicht selber ein Tier für haben, um das einfach toll finden zu können, ne? Ich trinke jetzt noch mal meinen Kaffee. So, dann trinke ich jetzt meinen Kaffee, drehe noch ein Video. Und dann schnappe ich mir Marcel und dann zeigen wir euch, was wir heute noch vorhaben. Lieben, und wir haben uns jetzt Folgendes überlegt. Wir verbringen ja heute so ein bisschen den Tag zusammen und möchten auch was Weihnachtliches machen. Und wir wollen heute mir eine Freude bereiten. Das stimmt. Du kriegst gar nichts. Ich krieg gar nichts, ne? Doch, wir gehen für dich heute auch noch was holen. Stimmt. Okay, cool. Aber bei Weihnachten geht es ja nicht darum, auch sich selber nur was zu beschenken und sich selbst einen Wunsch zu erfüllen, sondern auch anderen. Und wir haben überlegt, wir möchten Care-Pakete heute zusammenstellen. Das heißt, wir gucken mal, was wir so finden, was wir in die Tüten packen und das möchten wir dann in der Stadt an Obdachlose verteilen. Das erwähne ich nicht, um irgendwie zu zeigen, oh, wir sind ja so sozial, sondern einfach, ja, das gehört irgendwie auch heute zum Tag dazu und warum sollte man das dann nicht zeigen? Und ich finde es auch selber immer schwierig zu wissen, wo fängt man mal an, was Gutes zu tun? Und am schönsten ist es natürlich, wenn man Zeit hat, die man spenden kann. Das ist aber heute unter den heutigen Umständen einfach sehr schwierig. Und vielleicht ist es auch nur, wenn man der Nachbarin ein Stück Kuchen vorbeibringt oder so. Oder wenn man einfach mal an andere denkt, das ist ganz schön. Und weil ich mir heute einen Wunsch erfülle, können wir auch anderen Wunsch erfüllen. So sieht's aus. So, wir haben es jetzt überlegt. Marcel, das hatte ich bei der lieben Andrea Wintermädchen mal entdeckt. Da hat ihr Mann Bücher für sie gekauft. Das fand ich so cool und irgendwie eine schöne Idee. Und ich habe jetzt hier so ein paar Aufgaben aufgeschrieben, damit du so ein bisschen weißt,
Ich kann nur alles falsch machen. Nein, du kannst gar nichts falsch machen. Es kann alles nur richtig sein. Ist egal, was dabei rauskommt. Und Marcel zieht jetzt mal Aufgaben und geht dann unten in die Buchhandlung. Die Katzen. Die ist übrigens, seit wir umgezogen sind, so meine Buchhandlung des Vertrauens. Die ist echt süß und schön. Ich werde euch die mal unten verlinken. Und falls ihr auch hier aus der Ecke kommt oder vielleicht wollt ihr auch online da was bestellen, fände ich das sehr schön, die kleineren Buchläden auch mal zu unterstützen. Und jetzt nicht mehr lang schnacken. Das war lang genug. Jetzt zieh mal eine Aufgabe. Am schönsten wäre es, so zwei Bücher, deshalb zwei Aufgaben zu ziehen. Und Marcel soll mir dann ein kleines Goodie noch kaufen. Darf ich dir nicht sagen, was draufsteht? Doch. Okay. Ein Weihnachtsbuch. Ein Weihnachtsbuch. Das passt doch zum Weihnachtsvlog. Ich habe tatsächlich 3 Stück, glaube ich, so ungefähr noch auf meinem Sucht. Das heißt, Weihnachtsbuch muss jetzt keine klassische Weihnachtsgeschichte sein. Kann ein Kinderbuch sein, kann ein Kriminalfall sein, der zu Weihnachten spielt, egal was. So ein Einbrecher in einer roten Klammer. Ein Einbrecher im roten Jumpsuit vielleicht, genau. Die Katze wird dann durch. Ein Buch, das dir was beibringt. Oh je. Ja, okay, das sind die zwei. Ich hatte noch ein Buch, das dich an mich erinnert. Das fand ich eigentlich die süßeste Aufgabe. Aber das kann man ja. Ein Buch, das dir was beibringt, finde ich cool. Was willst du mir damit sagen? Weiß ich nicht. Danke. Und dann ein Goodie, was mir Freude bringt. Irgendwas Kleines, Hübsches, Süßes, Katziges, Glitzerndes, irgendwas. Du kannst wirklich nur alles falsch machen. So, dann sind wir gespannt. Marcel geht jetzt mal los. Ich muss mit, bevor ich vergesse, was ich holen muss. Das ist gut, weil meine Schrift ist ja auch so leserlich. Und genau, dann packen wir gleich mal aus zusammen. Ich freue mich. Ich freue mich auch. Ja, manchmal ist es auch nur, wenn man eine fremde Person draußen auf der Straße anlächelt, einfach so ein bisschen offener zu sein. An der Weihnachtszeit, auch wenn es natürlich das Schönste wäre, wenn es das ganze Jahr so wäre. Das ist für mich auch so ein bisschen diese Magie hinter Weihnachten, ne? Zeit mit der Familie und so offen sein für alles. Ich finde das jetzt kitschig, aber ich bin da auch echt kitschig. Ich weiß nicht, es hat sowas. Weihnachten und Winter generell hat für mich so ein bisschen was Magisches. Ich weiß nicht, da ist irgendwie, geht so in sich, man reflektiert das Jahr. Man stellt sich vor, was möchte man fürs nächste Jahr, wofür ist man dankbar? Und ich finde, das ist so eine Energie von einem selber, von einem drinne, die so, ich weiß auch nicht. Ja, ich bin aber auch eine Kitsch-Tante, ne? Schwierig, sich da irgendwie gerade richtig auszudrücken für mich. Die Sonne scheint, ist richtig schön. Wir werden auch heute noch spazieren gehen. Und heute Abend, hat Marcel gesagt, kocht er, da freue ich mich schon seit einer Woche drauf. Grünkohl mit Würstchen und Kartoffeln. Ja, lecker. Au. So, Marcel ist zurück. Wie war's? Schön. Ja, hat gut geklappt? Ja, ja, super funktioniert. Und ja. Die Dame war nett, hast du gesagt? Ja, genau, die war sehr, sehr nett. Okay, dann packe ich jetzt einfach mal aus. Pack mal aus. Okay. Ich muss mal raten, welche Aufgabe das ist. Komma bei den Opa, Sprache des Pots. Ja, das finde ich gut. Mit Witz und Humor, selbstironisch, offen und ehrlich kommt die Sprache des Ruhrgebiets daher. Hier sagt man gleich, was Sache ist. Komme ich eigentlich aus dem Ruhrgebiet? Ist Grimmbruch Ruhrgebiet? Ich glaube schon. Aber nicht so richtig. Aber wir reden da schon platt, aber es ist kein Pott. Ja. Ruhrpott. Also für mich eigentlich ideal. Ecke. Großer, stabil gebauter Mann, dem allein für seine körperliche Präsenz Respekt entgegengebracht wird. Der Libero von die war vielleicht eine Ecke. Der haut alles weg. Ist es geil, weil ich überhaupt kein Robot. Ich kann, was sag ich denn auf Platt oder auf Robot? Gar nichts. Was Nix, das? Ne? Was ja. Und das. Aber ja. Ich muss sagen, Marcel denkt immer, wir Grimmbrocher hätten einen Sprachfehler. Habt ihr auch. Nein! Weil es gibt, also zum Beispiel, kennt ihr, schreibt bitte mal unten in die Kommentare, kennt ihr das Wort Fuss? Fuss? Ja, das glaube ich ja, dass das wirklich gibt. Ja, das, genau, Fuß oder warum ihr seid auf jeden Fall extrem abergläubisch. Das ist da, das bin glaube ich nur ich, okay. Mit meinem komischen Ich. Okay. Das ich habe, ist dieser Fehler, Architekt. Und Fische. Architekt, Fische. Kirche. Ich gehe in die Kirche und esse eine Kirsche. Ja. Habe ich auch lange für geübt für diesen Satz. Also finde ich witzig und ich denke mal, das ist die Aufgabe, ich soll was lernen, ne? Das ist richtig. Nicht gut. Steht gar kein Preis dran. Würde mich jetzt mal sehen. Aber okay, darum geht's ja nicht. Jetzt machen wir den Goodie. Ah, ich hatte es gehofft, es ist ein Stempel. Mhm. Ein Kitzchen. So süß. Aber das ist eine Geburtstagskitty. Dann kann ich den Katzen quasi einen Geburtstagsbrief schreiben. Richtig, das kannst du überall, egal was du machst und so, kannst aber du das auch rausstempeln. Ich habe keine Stempelkisten. Okay. Wann denn? Zu Weihnachten?
vielleicht. Das ist ein ziemlich uncooles Weihnachtsgeschenk. So, was war nochmal die auf ein Weihnachtsbuch? Stille Nacht in der Provence von Kay. Rademacher? Rademacher? Das ist ein deutscher Autor. Kay? Ja. Ach echt? Ja, okay. Ich war auch. Ich hätte jetzt auch. Schneeweiße Provence und knisternde Spanne. Ich finde es cool, dass es ein deutscher Autor ist tatsächlich. Unverhofft erhalten Nicola und Andreas Cantor die Chance, den Wintern in Miramas Leveu zu verbringen. Sie freuen sich auf das malerische, mittelalterliche Dorf, gutes Essen, provinzialische Weihnachtsbräuche und auf frischen Schwung für ihre in Routine erstarrte Ehe. Doch dann fällt ungewöhnlich viel Schnee, bis der Ort von der Außenwelt abgeschnitten ist und hinter ihrem Haus stoßen sie auf ein düsteres Geheimnis. Das klingt cool. Die Flummi-Buchhandlung werden sie unten verlinken, weil... Das ist wirklich so großartig. Ich glaube, ja. Also, falls ich mich irre, großartig. Wird hier mal der richtige Name eingeblendet, weil wir einfach noch mehr die kleinen Buchhandlungen unterstützen wollen. Gucken wir immer, dass sich das jetzt in Balance hält zu den großen und den kleinen. Also wir, ich größtenteils, aber das ist mir einfach wichtig. Und der Laden ist wirklich wunderschön und da findet man halt auch so süße Sachen. Und da bin ich tatsächlich schon öfters drüber gestolpert über die und habe gedacht, eigentlich müsstest du dir einen holen, aber ich habe halt kein Stempelkissen, ne? Ja, noch nicht. Noch nicht, okay. Also es war sehr erfolgreich und was machen wir jetzt? Gehen wir in die Stadt. Jetzt gehen wir in die Stadt. Okay, danke. Sehr schön. So, wir sind wieder da, leicht zerstört, wie man sieht. Und es hat wirklich alles wunderbar geklappt. Die Tüten haben wirklich, ja, wir haben Menschen gefunden, die sich darüber sehr gefreut haben, mit denen wir dann auch ganz kurz aus der Ferne mit Abstand kurz schnacken konnten und es war einfach schön. Und ich habe jetzt noch ein Glühweinchen mit eingepackt. Ich trinke momentan selten Alkohol, meistens aber jetzt echt gerne mal ein Glas Wein am Essen. Habe ich früher nie gemacht. Ich war nie so die Weintrinkerin. Aber heute zu unserem Winter-Weihnachtsessen. Genau, und jetzt kommen wir erstmal an. Ah, und was ich noch geholt habe, direkt für mein Kätzchenstempel habe ich Stempelkissen geholt und da freue ich mich mega drauf. Du bist auch am Schnüffeln. Jetzt nämlich lecker, lecker. Lecker, lecker. Das versteht sie. Was ich noch ganz kurz zeigen wollte, wir machen ja dieses Jahr das erste Mal, ich glaube seit 4 Jahren, wieder einen Adventskalender. Und ich hatte ja schon erzählt, den ersten in der WG, den wir da gemacht hatten, den haben wir ja gegenseitig schon so ein bisschen vorweggeschnubbelt. Und ich muss gestehen, auch Marcells Türchen, die ich schon gepackt habe, wurden teilweise auch schon wieder ausgepackt. Ich darf nichts Ungesundes im Haus haben, das ist so. Und ja, sonst gehe ich da dran, das geht nicht. Und was ich noch in dem Zusammenhang erzählen wollte, ist, wir wollen dann hiervon uns jeden Abend, wenn wir das auspacken, uns ein Teechen machen. Das finde ich irgendwie ist eine ganz schöne, ja, ist einfach ganz schön. So, wir haben eben kurz in einem günstigen Geschäft, sagen wir es mal so, so eine Gummischnur mitgenommen. Kitty braucht manchmal extra Spielmotivation, nicht so wie Sibi. Und sie mag dieses Gummi, ne? Die zwei. Na? Sibi lässt das gar nicht mehr los. So, ich habe mich schon umgezogen, was richtig kuschelig ist, wie man sieht. Und Marcel hat schon gekocht. Sieht super yummy aus. Das essen wir gleich. Marcel hat schon ein bisschen Wein getrunken und hat sich jetzt nochmal hingelegt und macht so ein bisschen, ja, nicht Mittagsschlaf, weil wir haben schon, ich glaube, 4-5 Uhr. Aber wie man das so macht an so einem gemütlichen Tag. Und ich habe mir jetzt was aus Jennys Teetüte rausgesucht, für die, die nicht wissen, warum ich eine Teetüte von Jenny bekommen habe. Ich werde mal unser Wichtel-Unpacking oder unser Tauschpaket Video unten verlinken. Und Jenny war so lieb und hat mir eine Teetüte zusammengestellt und oh, da waren so geile Sachen bei Jenny. Auch so viele Schokotees und ich habe mir jetzt rausgesucht Winterbackstube. Es riecht wirklich nach frischem Apfelkuchen und da freue ich mich jetzt so drauf und werde mich jetzt zur Weihnachtsmusik etwas ins Wohnzimmer setzen und ein bisschen lesen, bis es dann Essen gibt. Vielen Dank, es riecht wirklich nach Apfelkuchen. Wie frisch gebackener Apfelkuchen, ich komme nicht klar. So, was gibt's Leckeres? Es gibt Netflix und wir gucken Kuchen. Stößchen. Tschüss. Was gibt's für Kuchen? Leckeren.
Schokoladenkuchen habe ich. Deiner ist so lecker. Ich weiß nicht, ich habe den noch nicht probiert. Ich schon. Du hast deinen auch schon halb aufgegessen. Ich habe eine Gabel gegessen. Der Glühwein ist total lecker. Das stimmt, der ist wirklich gut. Ne? Mhm. Und wir gucken jetzt American Horror Story, die neue Staffel. Genau. Richtig besinnlich. Ganz gemütlich, ja. Ganz gemütlich. Ganz gemütlich. Man sieht, wie fertig ich aussehe. Das war ein richtig schöner Tag, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei, uns bei diesem gemütlichen Tag zu begleiten. Ich hoffe es zumindest ein bisschen. Und wie gesagt, wenn ihr noch auf der Suche seid, zum einen nach einem tollen Weihnachtsgeschenk, womit ihr auch noch was Gutes tun könnt, dann werde ich euch unten in der Infobox meine ganz tolle Seite verlinken von Utopia. Die stellen verschiedenste Produkte vor, die gleichzeitig zum Beispiel einen Erlös spenden oder die Menschen in Not unterstützen und so weiter und so fort. Falls ihr noch Inspo braucht, ist natürlich kein Muss. Bleibt gesund, ihr Lieben. Macht euch eine schöne, gemütliche Adventszeit. Und wenn ihr Lust habt, gerne bis zum nächsten Mal.